Hallo, herzlich willkommen hier für 230 Euro singen lernen. Geht das? Kann ich für 230 Euro einen Kurs buchen, in dem ich singen lernen kann, auch sogar dann, wenn ich gar nicht musikalisch begabt bin? Und ich sage, ja, das geht. Das geht heute, denn ich habe heute ein ganz besonderes Angebot für dich. Das erkläre ich dir ganz am Ende. Und jetzt möchte ich erstmal mit dir zusammen hier ein bisschen durchsteppen und ein bisschen dir erklären, worum es dann eigentlich überhaupt heute hier geht und was ich dir hier zeigen könnte. Genau. Ja, also, ich gehe mal davon aus, du willst einfach singen lernen und denkst, dass du vielleicht kein Talent hast, keine Musikalität oder auch keine Begabung. Das ist bei den meisten Menschen so, dass sie das von sich denken und sich deswegen nicht trauen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du musikalisch begabt bist und unglaublich gerne singen möchtest und es dich ja aber einfach noch nicht gegönnt hast. Ja, und egal, ob du nun begabt bist oder nicht, du bist hier absolut richtig. Und zunächst erkläre ich dir mal, warum auch Menschen, die nicht begabt sind, nicht so besonders begabt sind, ja, warum auch die singen lernen können. Also ich kann wirklich sagen, ich habe 30 Jahre jetzt unterrichtet. Ich bin Sängerin und Gesangsdozentin und ich habe Laien und Profis geholfen, also auch Amateuren natürlich dazwischen, die Stimme und die Musikalität wirklich auszubilden. Und ich bin zu der festen Ansicht gekommen, Singen ist definitiv erlernbar. Was brauchst du, wenn du singen möchtest? Du brauchst eine gewisse Form der Musikalität, du brauchst einen gewissen Stimmaufbau, du musst nämlich deine Muskeln stärken, die du fürs Singen brauchst, und du brauchst Vertrauen in dich und du brauchst ganz klar einen Weg. Sicher kann man mit vielen Videos heutzutage auch ganz gut autodidaktisch arbeiten. Aber du musst natürlich wissen, warum und du welche Übungen verwertest, und du brauchst ein Ziel, einen Weg, du brauchst ein System, um deine Stimme wirklich aufzubauen. Und wenn ich jetzt mal zu der Musikalität gehe, wenn du sagst zum Beispiel, ich bin nicht musikalisch, kann ich ja sofort aufhören, dann sage ich nein. Die Musikalität ist etwas, was dir innewohnt und vielleicht nicht in dem hohen Maße wie manch einem anderen, möglicherweise. Aber das liegt ja auch nur daran, dass entweder wir früh in der Kindheit, so wie ich es zum Beispiel hatte, mit Musik früh in Kontakt kamen, entweder im Kindergarten oder durch die Eltern oder durch ein Land, in dem viel gesungen und gehört wird, oder dadurch, dass deine Eltern viel Musik gehört haben, oder dadurch, dass du vielleicht ganz früh ein Instrument gelernt hast, dann wird eine Grundmusikalität aufgebaut, allein durch die Wiederholung, denn unser Gehirn lernt. Es gibt noch den seltenen Fall, dass Menschen mit einer hohen Musikalität geboren werden, und dann war es so, dass deren Vorfahren irgendwo schon Musik mit im Leben hatten und diese Erfahrung wurde in den Genen gespeichert. Und dann ist auch jemand unter Umständen besonders begabt oder so, aber definitiv geht es auf eine musikalische Erfahrung zurück, die irgendwo mal angelegt worden ist. Und warum sollte man das nicht jetzt anlegen? Ja, auf jeden Fall wird das viel zu überbewertet. Der Stimmaufbau hingegen ist etwas, was man definitiv genauso wie auch, wenn du in ein Fitnesscenter gehst, das musst du einfach mal aktiv tun. Wenn du nicht aktiv deine Muskeln aufbaust, kannst du davon ausgehen, dass es nicht für so eine längerfristige
Singaktion dann auch wirklich taugt. Ja, also man kann es vielleicht irgendwie singen, aber Leute, die das irgendwie ernsthaft machen wollen, die müssen tatsächlich auch dafür sorgen, dass sie ihre Muskeln stärken. Ja, und zwar nicht die Stimmbänder selber, die müssen gedehnt werden, die müssen auch benutzt werden, aber oder trainiert werden. Aber es geht vor allem um die Aufhängemuskulaturen des Kehlkopfs. Du brauchst Vertrauen in dich. Du musst dir einfach sagen, okay, ich will das, also ich werde es schon lernen. Ja, frage dich nie, ob du es kannst, frage dich nur, wie du es kannst. Und der Weg, das sagte ich ja schon, du brauchst einen Weg und den beschreibe ich dir jetzt als nächstes. Was ist denn der beste Weg, singen zu lernen? Das hängt ein bisschen vom Genre ab, in dem du später sein möchtest. Wenn du natürlich Klassik lernen möchtest, dann empfehle ich dir auch, zunächst klassischen Unterricht zu nehmen. Allerdings kann ich sagen, ich habe zum Beispiel früher mit Klassik gestartet und ich hatte keinen Körperklang. Ich hatte nur so kopflastige Töne und ich habe lange den Körperklang nicht erfahren können oder auch nicht nutzen können für das Singen. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass es hilft, dass wenn man relativ früh im Popularbereich lernt. Und zwar gibt es die eine Möglichkeit durch das Tönen oder auch Mantren singen, was ja heute auch sehr beliebt geworden ist. Einfach lostönen und die Stimme erfahren. Das ist wunderbar. Das mache ich mit vielen Leuten. Dazu gibt es nachher mal so ein kleines Beispiel. Dann mit Chanson geht es sehr, sehr gut. Chanson ist das alte deutschsprachige Liedgut. Ja, das ist nur nicht jedermanns Sache. Manche lieben das total und singen dann in solchen kleinen Volkschören mit oder ja, das macht viel Spaß. Manche Leute sagen aber, das ist für sie schon zu schwierig, weil meistens so in Gruppen dann diese Stimmfächer doch vielleicht zu hoch oder zu tief liegen oder nicht für einen passen oder so. Und es muss akkurat gesungen werden und daran verzweifeln dann viele. Ich favorisiere für das Singen lernen den Jazzgesang oder auch Gospelgesang. Und warum dass ich das tue, erkläre ich dir gleich. Zunächst mal, warum denke ich an Jazz und was verstehe ich überhaupt unter Jazz? Also ich verstehe unter Jazz einfachste, leichte Melodien aller Stilbereiche des amerikanischen Songbooks, die mit Akkorden begleitet werden, easy, einfach, sanft und für jeden zu schaffen. Ich zähle auch den heutigen Pop letztendlich noch in den Jazz hinein, auch wenn er so aus dem Rock oder aus dem geraden Beat kommt. Aber letztendlich kann man ihn, so wie ich es jetzt hier gerade definieren möchte, im Jazzbereich noch ansiedeln. Ich sage mal Popularbereich dazu, ja. Auch wenn der Jazz heute als unverständliche, komplizierte Improvisationsmusik verstanden wird, so ist sie doch im Ursprung einfach und melodisch. Songs zum Beispiel wie Dream a Little Dream of Me oder Moon River oder Que Sera oder I'm Walking, das sind so diese ganz typischen alten amerikanischen Schlager gewesen. Und die sind sehr eingängig in der Melodie. Das meine ich jetzt mit Jazz, ja? Und warum ist diese Richtung ausgerechnet so gut zum Lernen? Das möchte ich dir jetzt mal so kurz ein bisschen deutlicher werden lassen. Gesangstechniken und Übungen, die jetzt für diesen Bereich speziell taugen, die sind sehr leicht für jeden auszuführen. Die sind nicht kompliziert, sie sind leicht. Sie sind easy und gut verständlich. Dann gibt es zum Beispiel die Summstimme, mit der wir diese Songs sehr gut beginnen können. Die Summstimme ist ein ganz einfaches System, mit dem man vom Sprechen zum Singen hinkommt. Dann gibt es den Akkordaufbau bei diesen Stücken. Diese Stücke werden begleitet mit Akkorden und nicht mit Noten. Das heißt, wir brauchen nicht das Notensingen. Wir brauchen in erster Linie brauchen wir ein Verständnis von dem, wie ein Akkord klingt. Und wir brauchen eine Liedstruktur und ein Rhythmusgefühl. Und all diese Dinge,
werden in der Jazzmusik oder in dem Popularbereich wunderbar trainiert und in den Körper sozusagen etabliert, möchte ich sagen. Ja? Das heißt, der Körper und das Ohr lernt relativ schnell auf eine ganz einfache Weise eine Liedstruktur kennen und eine Rhythmusstruktur kennen. Das geht sehr schnell und sehr einfach, ist wirklich nicht kompliziert. Es sind auch immer einfache Songs und das heißt auch, der Stimmumfang dieser Songs ist gewöhnlicherweise nicht mehr als 5 bis 10 Töne und kann sehr gut von jedem bedient werden. Also man muss dafür nicht 3 Oktaven singen können. Und das Schöne ist, im Jazzbereich ist es üblich, dass jeder sich seine Tonhöhe raussucht. Und es geht wunderbar mit den heutigen Apps und Tools. Man kann sich nämlich einfach ein Stück als Playback generieren und in die Tonart setzen, die für einen selbst gut passt. Das alles zeige ich, wie das geht. Nicht heute, aber in diesen ganzen Kursen, die ich habe. Und das letzte, dieser letzte Punkt hier ist, und der ist für mich der allerwichtigste, das ist ein phonetisches Prinzip. Phonetik ist das, wo der Ton klingt im Körper. Und wir haben im deutschen Sprachgebrauch für gewöhnlich eine schlechte Gesangsphonetik. Wir sprechen zwar weich in der Kehle, zurückliegend im Kehlbereich, aber da, das mache ich jetzt nur ganz kurz mal klar, darf nicht gesungen werden. Wenn wir in der Kehle singen, haben wir immer das Problem, dass wir Stimmbrüche haben oder dass wir die Stimme zu sehr belasten und heiser werden können. Und die amerikanische Phonetik, die ist so gebaut, dass der Ton an einer anderen Stelle klingt und die Vokale an einer anderen Stelle klingen. Viele Leute mögen die amerikanische Phonetik erstmal gar nicht, finden das ein bisschen doof, aber wenn sie anfangen zu singen damit, stellen sie fest, dass das eine super einfache Methode ist, um einen Ton singbar werden zu lassen. Und das geht mit der deutschen Sprache nicht so leicht. Es geht auch, aber nicht so leicht. Das heißt, wenn ich mit meinen Leuten arbeite, gehört die amerikanische Phonetik letztendlich mit zum Programm, um die Stimme gut aufzubauen und auch an den richtigen Fleck im Körper zu setzen. Eine Übung zeige ich dir jetzt mal, die wir im Jazzgesang sehr, sehr gut benutzen können und hinterher auch nutzen für die Ausbildung von Musikalität und Schnelligkeit, schnelle Stimmführung. Und das ist eine ganz einfache, und zwar machst du ein P, P mit den Lippen, P, 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 mit viel Luft. Und du stülpst einfach die Lippen nach draußen, machst P, ja? So, und auf diesen Arten machst du einen Ton. Das hört sich jetzt an wie eine Posaune. Ja? So, und dann machst du hinter diesem P gleichzeitig ein T. Lässt die Lippen so locker liegen. Ja, und dann so eine Sirene oder ein Slide. Und das Ganze bringt dir dann folgendermaßen eine ganze Menge, dass der Ton nämlich direkt nach vorne geht an deinen Lippenbereich und dort lässt er sich hinterher versingen, ohne dass du Halsschmerzen bekommst. Das ist eine der besten Übungen, die ich dir jetzt hier einfach schon mal gratis verraten habe, ja, womit wir viel singen können, viele bestimmte Übungen können wir damit machen. Genau, und die andere Übung, die ich auch sehr gerne mit meinen Schülern tue, in den verschiedensten Weisen, die mache ich dir jetzt vor. Und das kannst du einfach jetzt in diesem Moment mal mitmachen. Du summst, du machst ein M oder U oder wie auch immer. Ich spiele Akkorde und du improvisierst einfach mit. Und das Wichtige ist, du legst dir bitte eine Hand auf dein Brustbein und fühlst in dein Brustbein hinein, sodass du dich wohlfühlst dabei. Und du denkst bitte gar nicht nach.
Denkst nicht, ist das gut, ist es nicht gut. Du erzeugst bitte keine Melodien, sondern du lässt dich total laufen. Beurteilst nicht, wie es klingt, du lässt dich einfach laufen. Lausche und folge dem, was du hörst. Lass alles zu, was da kommen möchte. Und ich spiele Akkorde und wir legen los. Ich summe auch ein bisschen dabei rum und du machst einfach, was du möchtest. Singen, summen oder was auch immer. Das war jetzt für dich vielleicht schon ein bisschen zu artifiziell. Ja, aber du wirst merken, wenn du das ein bisschen mitgemacht hast, dann wird dir das viel, viel Spaß machen. Genau, und jetzt komme ich zu diesem Angebot von heute, von dem ich vorhin erzählt habe. Normalerweise kosten meine Kurse 20 Euro pro Lektion. Und je nachdem, wie viele Lektionen ein Kurs hat, kostet der dann 160, 100 oder 200 Euro, je nachdem. Und diese Kurse, die sind sehr systematisch aufeinander aufgebaut. Und wenn ich zum Beispiel sage, eine Lektion, dann ist es nicht einfach nur ein Video, sondern dann sind das zahlreiche Videos, mit denen du üben kannst. Es sind Audios, also MP3s, mit denen du üben kannst. Es sind PDFs dabei, mit denen du erklärt bekommst. Es sind Live-Webinare, die aufgezeichnet wurden, mit drin, die mit dazugehören, wo wir ganz viel erarbeitet haben. Das heißt, eine Lektion ist voll mit Material für etliche Wochen. Du kannst damit üben bis zum Umfallen und du hast das Material immer auf dem PC. Du kannst immer einfach nur ein Video anklicken und mitmachen. Und das erleichtert wahnsinnig viel, weil gerade wir Sänger, ja, wir brauchen irgendwas, wo wir uns hinsetzen und mal einfach sagen können, so, das ist jetzt mein Ort, an dem ich übe. Ja, ein Klavierspieler hat sein Klavier, ein Gitarrist hat seine Gitarre, aber wir Sänger, wir stehen so ein bisschen hilflos im Raum rum, wenn wir anfangen und vor allem uns fehlt das Übematerial, was wir benutzen können. So, und jetzt in meinen Kursen ist also ganz viel Übematerial drin, ja, ganz viel Erklärung und es baut auf. Dieses VT steht für Voice Train, das ist ein Zug für deine Stimme, Voice Train. Und Voice Train 1 ist eine komplette Anleitung für dein ganzes Instrument Stimme, Körper, Atmung. Das heißt, du bekommst beigebracht, welche Phonetik, welche Sprache, welche Zungenposition, welche Mundposition, wie der Kiefer da sich verhalten muss. Du bekommst beigebracht, wie deine Atmung funktionieren muss, damit dein Instrument stabil ist. Du bekommst beigebracht, wie du lange Töne machen kannst und so weiter. Das ist Instrumentenbau, das ist noch nicht Singen, das ist Instrumentenbau. Das heißt, du kannst Übungen machen, aber du kannst damit noch nicht unbedingt perfekten Song singen. Voice Train 2 macht den Anschluss daran und
zeigt dir, wie du mit einem gut getrainierten Instrument dann auch das Ganze auf einen Song überträgst. Ja, also wenn du ein Klavier hast, dann ist dieses Klavier schon fertig. Es muss mal gestimmt werden, aber es ist in einer fertigen Spannung. Die Tasten sitzen immer da, wo sie sitzen sollen. Der Mensch ist aber beweglich und der ist gar nicht so, wie es immer sein sollte. Und diese Stimmbildung Voice Train 1 ist dafür gedacht, dir bewusst zu machen, was du tun musst, damit dein Instrument immer fürs Singen taugt. Genau. Und das Klavier, da übst du auch erstmal Tonleiter und so weiter. Und dann irgendwann fängst du an, wunderschön die Songs zu spielen. Und es geht schon relativ schnell, weil man natürlich auch leichte Songs hat. Ja, und die leichten Songs, die findest du eben in Voice Train 6, Jazz und Pop. Ja, da wird alles, jedes Genre aus dem amerikanischen Songbook, aus diesem ganzen Bereich, jedes Genre wird drangenommen. Da ist nicht nur der alte Swing mit drin, da ist nicht nur der Latin-Bereich drin, da ist Funk, Soul, Gospel, Blues, Reggae, Rock, Rock'n'Roll. Da sind diese ganzen Richtungen, die in diesem letzten Jahrhundert sich gebildet haben, die bis heute weitergehen, auch ein bisschen hier Rap und solche Geschichten. Es ist alles mit bearbeitet in Voice Train 6. Wir haben ganz viele super tolle Interpreten dort vorgestellt. Ja, und das Ganze, du siehst hier 160 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Das Ganze wäre normalerweise 460 Euro für 23 volle Lektionen. Wie gesagt, mit ganz vielen Videos. Ja? Und wenn du dann heute buchst, hier nach diesem Webinar, wenn du das angeschaut hast, wenn du diesen Film angeschaut hast, dann bekommst du einen einmaligen Rabatt von 50% und das sind 230 Euro für diese ganzen vielen 23 Lektionen, also 10 Euro pro Lektion. Und ich denke, das kann man jetzt echt nicht mehr toppen. Ja, ich möchte dir ganz kurz noch ein paar Bewertungen vorstellen, die du auch nachlesen kannst, original auf der Plattform, wo du buchen kannst. Da kann ich nichts faken, das ist so, steht so drin, das ist nur ein Ausschnitt davon. Hallo, liebe Friederike, danke für deine Mühe mit mir Nachzügler. Ich verstehe, dass du mir, was du für mir vermitteln willst und du machst es prima vor. Auf meine Videoaufnahmen hast du prompt reagiert und mir wertvolle Hinweise gegeben. Auch hast du mich persönlich angerufen, als ich nicht an deine Gesangsbeispiele kam. Ich fühle mich bei dir gut aufgehoben und gut betreut. Du bist auch sehr unkompliziert und man hat auch das Gefühl, Fehler, die man macht, sind lehrreich. Danke, ich übe gerne und viel, es macht Spaß. Ich habe einen aufrechteren Gang und ich bin bewusster, wenn ich meine Stimme benutze und das nach nur 2 Wochen. Dickes Lob. Dann gehen wir hier mal weiter in die nächste Bewertung. Liebe Friederike, danke für das tolle Webinar. Du erklärst super gut die schwierigen Themen, wo und wie man die Töne alle bilden kann. Hast immer wieder nachgefragt und dann sehr klar geantwortet. Bist auf meine speziellen Situationen eingegangen und hast die Kursmaterialien prima durchdacht und erarbeitet. Ich kann den Kurs wärmstens empfehlen und ich gehe noch weiter zu den nächsten. Absolute Klasse dieser Kurs, wie auch die anderen, die ich mitgemacht habe. Auf mich ist das ganze Konzept von Friederike Brück wie auf mich zugeschnitten. Gründlicher kann man in die Materie nicht eingeführt werden. Es wird nichts an Wissen und Erfahrung von Friederike ausgelassen und man hat somit die Chance, einen umfassenden und gründlichen Lernprozess zu erfahren. Ich freue mich auf weitere Kurse in diesem Jahr und kann nur sagen, absolut empfehlenswert, top, genial. Und macht viel Spaß. Dann die nächste Bewertung. Absolut genial. Ich kenne bereits alle Voicetrain-Webinare von Friederike Brück. Sie hat einen ganzheitlichen Ansatz, der viele allgemeine theoretische und wie auch praktische Aspekte umfasst, immer verständlich und gleichzeitig im Detail spezifisch. Fachlich versiert, die Neugier und Initiative anfeuernd, stellt sie eine breite Palette an Werkzeugen und Wegen vor. Da ist immer und für jeden das Passende dabei. Persönlich verfolge ich am liebsten die Seminare live, aber man kann auch individuell anhand der gespeicherten und mit vielen Beilagen erweiterten Lektionen jederzeit und nach Wunsch die Übungen wiederholen und so ein dauerhaftes Training absolvieren.
Die Auswirkungen machen sich nach wenigen Wochen bemerkbar. Mehrere Musikerkollegen haben mich schon auf Veränderungen angesprochen. Erweiterung des Tonumfangs, entspanntere Bühnenpräsenz, neue Tipps und Know-how, Ausbau des Repertoires und so weiter. Ich konnte es nicht glauben. In jeder Hinsicht empfehlenswert. Diesen letzten Kommentar hat jemand geschrieben, die schon sehr lange Musik macht. 30 Jahre bin ich nun Gesangsdozentin, Sängerin und seit 2012 zusätzlich Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach, Hypnose, EFT, NLP. Das sind alles Tools, die dabei helfen, auf der Bühne die Ängste zu verlieren, sich zu zeigen, seine Ziele zu verfolgen und und seine Blockaden abzubauen. Also ich weiß einfach, was ich hier tue, auch pädagogisch gesehen, kannst du da nur sehr profitieren von diesen ganzen Dingen, die ich dir hier anbieten darf. Ich zeige dir nochmal das Angebot, damit du es nochmal sehen kannst. Also hier haben wir nochmal Voice Train 1, das ist der allererste Kurs, Stimmbildung normal, ja, normalerweise 160 Euro. Voice Train 2, vom Üben zum Song, 100 Euro, Voice Train 6, Jazz und Pop. Und du weißt jetzt mittlerweile, ich verstehe unter Jazz hier wirklich singbaren Jazz, ja, also nicht diesen abgefahrenen Free Jazz oder sowas, das ist jetzt nicht das, was ich dir hier beibringen möchte. Auch wenn es jetzt Leute gäbe, die sagen, ich will das aber bitte lernen, dann würde ich dir das auch zeigen, aber jetzt für dich speziell meine ich ganz klar das, was sich melodisch schön anhört. Insgesamt 460 für 23 Lektionen, heute einmaliger Rabatt von 50% sind 230 Euro, also nur 10 Euro pro Lektion. Ja, also ich muss das jetzt einfach nochmal sagen, echt, das ist nicht zu toppen. Ja, du musst einfach wissen, wenn du jetzt Unterricht nimmst, ein ganzes Jahr lang Einzelunterricht, vorausgesetzt, du findest einen Lehrer in deinem Dorf oder in deiner Stadt oder wo auch immer du bist und weißt auch, der ist richtig gut und der ist versiert und der kann sein Handwerk. Ja, das ist ja nochmal die Voraussetzung dafür. Aber wenn du einen gefunden hast, dann zahlst du je nach Ort, wo du lebst, pro Monat ungefähr 80 bis 240 Euro für eine Stunde pro Woche. Ich weiß, in Bayern sind solche Kurse mit 240 Euro pro Monat sehr üblich. Das heißt, du hast also mit ganz wenig Stunden hast du tatsächlich schon echt viel bezahlt, hast aber nicht das Material zu Hause. Hier ist es so, du bekommst von mir einen Support im WhatsApp-Chat oder auch in der Facebook-Gruppe, die geschlossen ist. Wenn du da drin bist, bekommst du immer wieder Informationen dazu. Du kannst mich anschreiben. Ich höre mir auch deine Beispiele an und kommentiere dir. Also ich bin da wirklich, ich gebe Support, ja. Ich bin auch erreichbar. Du kannst mit mir skypen, kannst eine extra Skype-Stunde noch machen, wenn du das mal möchtest, kannst du sagen, ey, ich buche heute mal 10 Minuten oder 20 Minuten, weil ich möchte einen Abgleich haben oder so. Auch das kann man mit mir immer vereinbaren. Das geht wunderbar, wenn du hier teilnimmst, ne? Genau. Und ich kann nur sagen, so günstig kannst du sonst nicht singen lernen. Ja, das System ist sehr kompetent und es ist, also du lernst singen, auch wenn du Laie bist. Definitiv. Das kann ich dir echt garantieren. Absolut. So, was musst du tun, wenn du das jetzt heute nutzen möchtest? Wenn du das Angebot nutzen willst, schreibe mir eine Mail mit dem Betreff VoiceTrain 126 Rabatt. Und zwar an vokal.alacarte@gmx.de und ich sende dir den Buchungslink dann zu. Ja? Du kannst dann mit Klicken auf diesen Link kannst du dann buchen und zwar bei EduTip buchst du. Wunder dich da nicht, da steht da nur ein Termin, irgendein Termin in der Zukunft, das macht überhaupt nichts, weil du bekommst, sobald du gebucht hast, bekommst du von mir in den nächsten 2 Tagen definitiv deinen Zugang zugeschickt zu deinen Kursen. Ja? Und dann, also das heißt, du kannst bei EduDip, auch wenn ich dir diesen Link reinstelle, kannst du da buchen, du kriegst deinen Zugang zugestellt, ne? Und
kannst aber bei Edodip, und deswegen mache ich das dort, du kannst dort sehr, sehr, sehr gut Ratenzahlung machen. Edodip ist ein sehr professioneller Anbieter für Webinare. Ich kann dich dort dann auch in meine Live-Webinare sehr gut einführen, wenn ich welche habe. Und also hinzufügen, wenn ich ein Sonderwebinar habe zum Beispiel. Ne? Ja, und das heißt, Edodip macht diese ganze finanzielle Abwicklung oder auch wenn Mails geschrieben würden, das machen die alles super und da gibt es nie Probleme, deswegen mache ich das dort. Wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du mich natürlich kontaktieren, auch telefonisch. Da gehe ich nicht immer ran. Das heißt, das Beste ist, wenn du mir eine SMS schreibst, auch da bitte den Betreff irgendwie mit reinschreiben und dann können wir uns, kann ich dich auch noch beraten, kostenfrei. Wenn du noch etwas wissen möchtest, kann ja auch sein, dass du was anderes noch gerne hättest. Es gibt ja auch die Komplettprogramme. Du kannst auch einen Komplettkurs buchen dort von Anfang bis Ende oder du kannst auch nur einen Kurs buchen, wie du möchtest. Aber das hier ist halt heute im Superangebot. 50% Rabatt. Ja, das ist einfach genial. Also wirklich 10 Euro pro Lektion. Überleg dir mal, für was du das sonst so ausgibst. Also ich würde sagen, das ist es allemale wert. Ja, du kannst bei Edodip, ja, wo ich dir gesagt hatte, wo du das dann bestellen kannst, da kannst du immer noch vorher mal gucken, was haben die Leute alle dazu gesagt. Ich habe nur positive Bemerkungen dazu und noch weitere, die hier jetzt gar nicht aufgeführt sind. Ja, kannst dich davon überzeugen. Das ist jetzt nichts, was ich mir hier so einfach nur aus den Fingern sauge. Ja, gut, dann verabschiede ich mich erstmal für heute bei dir und danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass du genau das findest, was du brauchst und dass es in deinem Leben musikalisch weitergeht. Bis dann, alles Liebe.